Herzlich willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich bin Oliver Erreny, Astrologe und medialer Energetiker aus dem wunderschönen Linz und es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Ja, ich stehe jetzt hinter dieser Türe. Auf der anderen Seite dieser Türe finden so meine Sitzungen statt. Die starten so heute, ich denke, circa in 3-4 Stunden. Also du siehst das Video am Abend, es ist jetzt circa 6 Uhr in der Früh. Und ja, und da starten dann so, ich glaube, heute gegen 9 meine Einzeltermine und Einzelsitzungen. Es geht ja bei der Energetik darum, oder so wie ich arbeite, einfach so diese Lebensenergie zu heben. Also wie kriege ich mehr Kraft, wie kriege ich mehr Energie, wie kriege ich mehr Power? Und da arbeite ich jetzt schon seit 20 Jahren mit verschiedensten Techniken. Und ich möchte heute einfach mal was ganz Logisches geben, wie du deine Energie am besten heben kannst. Und zwar ganz schnell und völlig unkompliziert. Weil man kann halt nicht permanent zum Energetiker laufen oder man braucht schneller mal einen Energieschub, weil man sich denkt, ah, jetzt hänge ich etwas in den Seilen. Mein erster Tipp und eigentlich eine meiner Lieblingsdinge ist, gute Musik hören. Naja, was ist jetzt gute Musik? Für den einen ist das Metal, für den anderen ist es Wagner. Da kann man ja am Spektrum schauen, was auch immer einem gefällt. Aber wichtig ist einfach, dass es dir das Gefühl gibt, es hebt deine Stimmung. Also das sollte unbedingt so erhebend wirken. Es sollte deine Kraft in die Höhe treiben. Und so, dass du das Gefühl hast, oh ja, ich fühle mich jetzt besser, als ich mich vorher gefühlt habe. Und das wäre so mein erster Tipp. Also such dir Musik. Bei mir ist es, keine Ahnung, Elvis Presley zum Beispiel, der mir sehr gefällt, was einfach so meine Stimmung auch hebt. Unter anderem. Ja. Aber was auch immer deins ist, deine Musik ist, versuche das zu finden und es sollte deine Stimmung heben. Zum Thema Musik hören habe ich noch so eine kleine Fußnote dabei. Ich bin persönlich ein Typ, dem es sehr wichtig ist, was er hört. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwie so Geräusche ausblenden. Das ist auch für mich manchmal nicht schwierig jetzt. Aber durch das, dass wenn jemand sehr laut redet oder sehr prominent redet, höre ich da automatisch hin und zu. Also da komme ich gar nicht aus. Da zieht es mir die Aufmerksamkeit hin. Drum tue ich mir auch mit Liedtexten und so Sachen relativ leicht, wenn ich mir die merken soll. Und ich rede jetzt eben von Musik, nicht von so einer Radioberieselung. Weil es gibt ja wirklich Leute, die haben den ganzen Tag irgendein Radiorennen und dann quatscht wieder wer rein. Und ich meine wirklich gezielt, hör gezielt die Musik, die du möchtest. Also nicht das Radio aufdrehen, sondern nimm bewusst das Lied, findet man auf YouTube, ja, man findet ja eh alles online, wo du sagst, das hebt meine Energie, das macht mich jetzt zufriedener und da spüre ich, wie mir das Herz aufgeht, wie Freude kommt, wie wenn ich tanzen möchte. Das wäre so mein erster Tipp zum Energieheben. Mein zweiter Tipp ist, versuche dich zu bewegen. Na? Hüpfen ist eine gute Sache, das kann man jederzeit daheim machen, die Nachbarn werden sich freuen. Ein bisschen herumlaufen, im Kreis gehen, schneller gehen, das hebt natürlich auch die Bewegung, das hebt die Energie, weil natürlich Gefühle, Emotion der Bewegung folgt. Also Emotion folgt der Motion, Emotion follows the motion. Und das kannst du auf jeden Fall auch mit einbeziehen. Also schau, dass du dich bewegst, schau, dass du so in Schwung kommst, in Schuss kommst. Naja, und mein dritter Tipp zum mehr Energie kriegen, zum Durchputzen, ist natürlich auch noch einmal, hängt ein bisschen mit Bewegung zusammen. Wenn du eine Schaukel hast, dann schaukel einfach mal rauf und runter ein paar Mal. Das bringt dich auch in Schwung. Das heißt, es ist eine Bewegung, wo man sagt, okay, da bin ich aktiv und durch dieses Schaukeln und dieses ein bisschen so ins innere Kind reingehen, kriegst du auch automatisch wieder mehr Energie. Denn letzten Endes, die Energie kommt ja vom Nabelchakra, vom Unterbewusstsein, vom inneren Kind. Das muss ja Freude haben, das muss ja neugierig sein, das muss ja Spaß haben. Und wenn wir diese Freude, Neugier, Spaß
zu sehr vernachlässigen in unserem Leben, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass das Energiefeld, dass der ganze Level dann so runtersinkt. Also deshalb versuche auch, dich zu interessieren an Dingen. Dich jeden Tag neu zu motivieren und zu inspirieren. Das ist auch nochmal so ein Tipp für Energie. Das heißt, sei neugierig auf das, was dir gelingen kann, was du tun kannst. Und wenn du sonst in so einem Hamsterrad drinnen bist, wo du sagst, aufstehen, Zähne putzen, in die Arbeit gehen und so weiter, dann schau, dass du da ein bisschen rauskommst, dass du kleine Punkte einbaust, wo Freude, wo du dein inneres Kind dazu aktivieren kannst. Und dann wirst du auch merken, kommt gleich viel mehr Kraft, viel mehr Lebensfreude rein. Das sind jetzt so meine Ideen für mehr Energie. Das ist so mein Zugang dazu. Naja, und wenn du so mehr Kraft, mehr Energie brauchst, empfehle ich dir natürlich auch energetisch zu trainieren. Ich habe jetzt am Morgen, am Samstag, einen Kurs energetische Selbstverteidigung. Da kannst du auch mal schauen. Also der findet live in Linz statt. Findest auf meiner Homepage auch noch einmal die Eckdaten. Und da trainieren wir natürlich ganz bewusst, wo fließt Energie hin, wie kann ich Energie halten, wie kann ich mich klar abgrenzen. Ich wünsche dir eine gute Zeit, bis nächstes Mal. Und nächstes Mal, Trommelwirbel, gibt es ein Jubiläum, das ist dann die 100. Energetik-Podcast-Folge. Und ja, lass dich überraschen, da habe ich ein großes Geständnis für dich vorbereitet. Also, wir sehen uns nächste Woche. Alles Gute aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erredi. Tschüss.